Sieh jetzt die ersten 9 Minuten aus dem Film Wunderschön. Mit der neuen Perfectly Strong-Kampagne wollen wir vor allen Dingen eins: authentisch sein. Neue Vorbilder schaffen. Wir wollen die echten Menschen vor der Kamera sehen, genau wie du und ich. Ich liebe die Produkte einfach. Ich fühle mich dadurch mega selbstbewusst. Wunderschön. Unbesiegbar. Wir sind stark. Ja, wir fühlen uns schön und stark. Milan! Wir sind einfach wir selbst. Also, uns ist egal, was andere über uns denken. Wir machen einfach unsere eigenen Regeln. Was ist los? Was machst du da? Was? Ich dachte, das wäre schön. Mal wieder. Ach so. Ach so. Ja, nee, danke. Ich bin... Ist gerade nicht. Danke. Ach so. Das hat nichts mit dir zu tun. Nein, nein, alles gut. Ich mach dann Frühstück. Ja. Und
Danke. Mann! Sag mal! Was bist du denn für ein... Heulerarsch! Na! Nein, 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 nein. Scheiße, ich hab voll die Wampe. Hast du irgendwas dabei? Na klar. Was ist das? Fuchsalaprid. Super Apfelmittel. Wenn du mal ein Rezept brauchst, ich habe einen super Kontakt. Ist echt easy. Echt? Geil, danke. Brauchst du noch was zum Wachwerden? Hilf beim Lachen. Nee, danke. Ich guck sie schon die ganze Zeit. Papa telefoniert. Will aber die Strumpfhose nicht anziehen. Ich hab aber nichts anderes. Guck mal, die ist auch ganz dünn. Gucke. Komm, bitte zieh die mal an jetzt. Sorry, aber war wichtig. Sonja. Sonja. Ich hab die Beförderung. Echt krass. Kannst du sie bitte anziehen jetzt, Piet? Oh, Mann, Piet, mach ihn jetzt, echt. Was bist denn so genervt mit ihm? Mann, der will die Strumpfhose nicht anziehen. Ja, aber der ist 4. Außerdem ist Sommer. Ja, und außerdem ist die Waschmaschine immer noch kaputt. Oh, sorry, Sonja. Sorry, das ist untergegangen. Ja. Du musst nicht so rumheulen, wie ein Mädchen. Ich will aber die Strumpfhose nicht anziehen, die kratzt. Guck mal, Luke Skywalker hat auch immer eine Strumpfhose an. Sogar in der Wüste. Und du willst doch auch sein wie Luke Skywalker, oder? Okay. Hast du noch mal über die Wand nachgedacht? Ich verstehe wirklich nicht, was du immer mit dieser Wand hast. Na, damit hier endlich mehr Platz ist, wenn die Kinder mal kommen. Komm doch eben. Was hast du denn vor? Ich muss noch mal in die Firma. Thilo braucht mich für irgendwas. Schick mich in den Ruhestand und komm dann ohne mich nicht zurecht. Willst du noch Kaffee? Bin spät dran. Das doofe alte Ding. Entschuldigung? Ja? Haben Sie mir gerade nachgefüllt? Was? Nee, weil das ist nur... Also ich hab... Das habe ich mir halt schon immer gewünscht, dass mich jemand, also so ganz, ganz Fremdes, mich einfach spontan so richtig geil findet. Das ist ja einfach ein Riesenkompliment. Das wünscht sich jede Frau und jetzt bin ich heute die Auserwählte, dann kann ich das einfach... Ja, jetzt... Das ist auch direkt. Mm. Ja. Ah, jetzt. Mm, da spreizen sich meine Beine natürlich jetzt. Oh, wie von selbst. Nee, da müssen wir wirklich gucken. Vielleicht hier, so könnte es gehen. Oh Gott. Oh. Morgen, Vicky. Morgen. Oh. Morgen. Ich habe eigentlich das Auto gemeint. Aber wenn ich helfen kann? Sie werden hier nicht gebraucht. Ich kenne mich aber recht gut aus mit Motoren. Öl mein selbst. Okay. Man sieht sich. Schon ganz, ganz aufgeregt. Wunderschön. Hier auf YouTube.